So, hallo und herzlich willkommen. Ich habe ein paar Sachen mitgebracht, die ich hoffentlich nicht mehr mit nach Hause nehmen muss. Wir waren gestern in der Landeszentrale für Medien und Kommunikation. Die sitzt in Ludwigshafen. Und die haben so verschiedene Geschichten und Sachen, unter anderem auch eine Medienkompetenz und medienpädagogische Abteilung. Und da habe ich mal ein paar Aspekte abgegriffen. Könnt ihr euch hier bedienen? Und auf diesem Weg herzlich willkommen und schön, dass ihr da seid. Wer war denn das letzte Mal noch nicht da? Oh, da sind ja doch einige. Ja, besonderes herzliches Willkommen. Meine Persönlichkeit, also ich bin Andreas Auwarter, bin am Institut für Wissensmedien, habe ein kleines, aber feines Projekt im lebenslangen Lernen-Bereich. Da geht es um Radiomachen. Da geht es um Radiomachen und Kompetenzen entwickeln und lernen. Und gleichzeitig geht es um das Ermitteln von Kompetenzen. Das ist so mein Hintergrund. Und das Seminar, das findet jetzt schon mal in der zweiten Staffel statt. Da geht es auch um Radiomachen und radioaktiv machen, wie man das später mit Schülern, Studierenden in der Weiterbildung, in der Erwachsenenbildung anwenden kann. Und es ist nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch. Und zum Praktischen kommen wir heute ganz konkret. Ist jemand schon nervös? Ich. Immer. Vom Ablauf her vorgestellt, die durchaus erstmal so ein paar organisatorische Fragen. Und da brennen mich insbesondere gerade zwei, nämlich das eine ist, dass ich in 14 Tagen in London bin, zum Abschlussmeeting von einem Projekt.
Und da ist die Frage, wie wir uns auf einen Ersatztermin einigen können. Es gäbe die Möglichkeit, das auf nächsten Dienstag zu setzen. Es gäbe aber auch die Möglichkeit, dass wir sagen, okay, wir treffen uns nächsten Dienstag, 19 Uhr. Denn es gibt hier organisatorisch ein Problem, dass wir den Raum nächsten Dienstag hier nicht kriegen können. Und dann treffen wir uns eben nicht hier, sondern im MLab, 19 Uhr und dann den über darauf folgenden Dienstag auch wieder um 19 Uhr, also zweimal zwei Stunden mehr. Keine Option. Gut. Dann machen wir es so, treffen uns nächsten Dienstag stattdessen direkt im MLab. Das geht auch. Okay? Dann treffen wir uns als Ersatztermin kommenden Dienstag, also heute in einer Woche. Das ist der, wer hat den Kalender offen? 19. oder? Der 18. Treffen wir uns am 18. im MLab. Dann schon um 16 Uhr im MLab. Gut. Die zweite Sache, die organisatorisch jetzt spannend ist, und das wissen die, die das letzte Mal nicht da waren, wahrscheinlich noch gar nicht. Jede Person hier in dem Raum, die das letzte Mal da war oder auch die dazugekommen ist und das schon mitbekommen hat über den Flurfunk, hat sich eine Redaktionsgruppe angeschlossen, die gemeinsam einen Beitrag vorbereitet. Jetzt erstmal die Frage an die einzelnen Personen. Gibt es jemanden, der jetzt noch gar keine Redaktionsgruppe hat und eine sucht? 1, 2, 3, 4. Sonst noch? Rest ist versorgt. Gut. Gibt es denn Redaktionsgruppen, die Verstärkung brauchen könnten? 1, 2, 3. Da auch, also, das sind zwei oder ist es eine Gruppe? Ihr seid zu dritt? Gut. Da hinten ist noch eine Gruppe, ihr wollt auch Verstärkung. Vielleicht guckt ihr euch die beiden Damen kurz an und könnt euch in der Gruppenzeit nochmal gucken, was ihr machen möchtet und vorhabt. Gibt es noch jemand, der jetzt ein offenes Problem hat, was die Gruppen angeht? Dann seid ihr jetzt zu fünft. Okay. Ansonsten, wenn es im Bereich... Ansonsten, wenn es im Bereich der Gruppenorganisation noch ein Problem gibt, gibt es natürlich ein Forum für jemand, der jetzt auch neu dazugekommen ist. Es gibt ein kursbegleitendes Moodle. Das ist unter der Internetadresse Moodle.dann radioactive101.eu zu erreichen. Also das Forschungsprojekt heißt radioactive101. Die Domain, auf der wir sitzen, ist radioactive101.eu und die LAN-Plattform heißt Moodle. Moodle, ja. Das ist ja auch die später in den Schulen in vielen, vielen Bereichen Anwendung findet und auch zentral bereitgestellt wird. Deswegen ist es nicht verkehrt, wenn wir jetzt schon mal da reingehen, wie das so funktioniert.
Auch wieder organisatorisch gibt es jemanden, der hier ein Problem hat, den Kurs nicht gefunden hat, sich nicht zurechtgefunden hat. Traut euch, jetzt ist die Zeit. Alles klar. Gut. Also das ist ein M, das ist keine Nudel, sondern ein Nudel. Ja? Genau, wir sehen uns jetzt immer weiter. Ne? Das ist okay, organisatorisch, jetzt ist Raum, gibt es von euch noch Fragen, die ihr habt? Sich kurz vorstellen. Oh, dann hoffen wir, dass die anderen im Videochat hängen. Ja, gut. Und es, zu Hause sitzen. Ich weiß nicht, ob die zu Hause sitzen. Es könnte ja sein, dass die sich jetzt ins Auto schwingen und hier hinkommen. Oder erstmal hier Haken dran. Dann sind wir jetzt hier an dem Punkt. Was habe ich heute? Was habe ich heute mit Ihnen vor und was hat sich auch bewährt, dass das ganz gut klappt? Danke. Ich denke, es ist einfach nett, wenn man kurz vorstellt, was man so vorhat. Muss nicht lang sein, es müssen keine 3 Minuten sein, es müssen keine 10 Minuten sein. Es langt hier einfach nur, wenn man sagt, wie die Gruppe heißt, was man sich als Programm gesetzt hat und wie man dann das Ganze angeht. So, da wir ja einige Gruppen sind, gibt es natürlich ganz viele kleine Blöcke und das kann man noch ein bisschen nett moderieren und dann machen wir noch ein bisschen Musik vorne und hinten dran und dann gibt es eine schöne Sendung. Genau. Vom Ablauf her, das machen wir ab 18.30 Uhr treffen wir uns im MLEF. 19 Uhr fängt die Sendung an. Um 18.30 Uhr müssten wir gucken, dann gebe ich so eine kurze Einführung, was denn da überhaupt alles an Zeug rumsteht und wie man das bedient und wie das gut organisiert ist. Was ich dann auch vorhatte, ist, ich will heute mal eine kurze Einführung geben und zeigen, wie so eine Radiosendung überhaupt entsteht. Und zwar jetzt nicht aus der Supermacherperspektive, sondern so mehr aus der Prozessperspektive, weil ich denke, das ist, erstens gibt es einen ganz guten Überblick, was so vor euch für einen Beitrag steht. Und zum Zweiten ist es, gehört es ja zur Medienbildung dazu, ne? Dass man es kennenlernt. 18.30 Uhr bereiten wir dann die Sendung vor und um 19 Uhr sind wir live. So, das ist ein Zelt, wir leben, aber das passt schon. So, vom Ablauf hier, Vorschläge, Änderungsbeiträge, Wünsche, Hoffnungen, Kritik? Nee. Dann fange ich mit dem Inhaltlichen an. Guten Tag. Doch nicht mehr allein? Nee, nicht mehr. Bum, 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 bum. Desktop. Okay.
Ja, so eine Radiosendung entsteht. Und das ist an und für sich ganz gut, wenn man so die ersten Begriffe überhaupt so übergeht hat, was denn überhaupt so eine Radiosendung ist. Was ich damit verbirgt. Und so für das Internetradio haben wir im Prinzip so ein paar erste Begriffe. Wir fangen beim alleroberstem an, ne? Der Radiosender oder im Internet heißt es dann häufig auch die Radio Station. Das ist so die Gesamtsumme von allen Radiosendern, die dann da hintereinander laufen. Man kann hier bei diesen Radiosendungen durchaus auch beim Hören, wenn man so einen Internetradiosender sich anhört, unterscheiden zwischen dem, was die an Live-Beiträgen machen und dem, was sie dann einfach so vom Band abspielen. Das ist ja aber nicht wirklich ja, vom Band dann da, sondern das ist einfach digital in so einer Playlist. Und jeder, der mal so einen MP3-Player hat, der kennt das ja auch, so eine Wiedergabeliste. Da legt man einfach eine Kette von Tondokumenten hintereinander und dann werden die hintereinander unmoderiert und ohne große Übergänge abgespielt. Was wir hier machen, das wird sein Radiosendung. So ganz konkret, wir haben einen Anfang, einen Schluss und dann in der Mitte passiert was. Und dann gibt es eine Person, im Englischen heißt die Anchorman, weil in England gibt es keinen Moderator. Ein Moderator in England ist was ganz anderes. Das ist eine Verwaltungsperson. Also die Anchorman, die versuchen dann eben diese Beiträge untereinander zu verknüpfen und machen aus dem einen schönen Rahmen. Eine Radiosendung ist gekennzeichnet als in sich abgeschlossen, können 45 Minuten sein, können aber auch nur 20 Minuten sein. Wir sind ja vorgekommen, frei, wie lange wir senden wollen. Das ist einfach wie da. Ich bin auch kein Freund davon, da jetzt irgendein großes Format zu machen. Das Formatradio kommt ja daher, dass irgendwie viele Leute um einen kleinen Platz in einer Sendung kämpfen. Wir haben sehr viel Platz, also wir können uns zum Ausdruck bringen. Und kann eben aus einem Beitrag, der durchgehend ist, bestehen, oder aus mehreren Beiträgen, die ganz unterschiedlich sind. In diesem Fall redet man meistens von einer Magazinsendung. Also so ein Magazin, das ist so ein Blumenstrauß verschiedener Themen, die dann da so ineinander gebracht werden. Und ein Radiobeitrag, der ist wiederum ein in sich abgeschlossener kleiner Beitrag von einer Radiosendung. Ich steige deswegen so ein, weil ich erwarte keine 45-Minuten-Show von euch, ne? Sondern es geht hier um einen Radiobeitrag. Ne? Das besondere Kennzeichen ist im Prinzip, dass es ein in sich bearbeitetes Thema ist. Ja, noch so ein bisschen andere Fachbegriffe. Oftmals spricht man da von einem Stinger. Was ist denn das? Hat jetzt schon mal jemand gehört? Ein Stinger ist? Keine Idee? Das müsste ich singen können. Das ist das Erkennungsmerkmal von dem Verkehrsfunk bei Bayern 1, bei Antenne Bayern. So. Ne? Das ist ein Stinger, also ein akustisch eindeutiges Trennungsmerkmal, was irgendwie Aufmerksamkeit erregt. So gibt es ja auch im Comicbereich, Knallbumm oder so. Ne? Das sind Töne. Markante Signale, die meistens eben so Funktionen übernehmen. Ein Jingle, das ist das, was die Kids eigentlich vor 14 Tagen im Film gesagt haben, das Intro und das Outro, die Erkennungsmelodie oder die Marke von der Radiostation. Ja, und neben dem normalen Beitrag haben wir natürlich auch sowas wie Musik. Hatten wir ja letzte Woche noch mal Jamendo gezeigt, wo es eben verwertbare Musik gibt. Und Moderationen sind so Wortbeiträge, die im Prinzip versuchen, den Hörer zu binden und eine bestimmte Hörhaltung zu bringen. So, wie geht das denn jetzt? Das ist übrigens, sind meine Leute aus Neuwied
Wer aus Neuwied ist, ist gerne willkommen, zu uns zu kommen, weiterzumachen. Das ist im OK. Das macht schon richtig Laune. Wenn man sich so eine Sendung jetzt anguckt, wie die denn überhaupt entsteht, verzeiht, das ist auf Englisch, aber kann man verschiedene Phasen unterscheiden. Ne? Das erste ist, dass man die Inhalte vorbereitet. Ich gucke, dass ich fertig werde. Das ist dann recherchieren. Das ist zu gucken, wen will ich denn vor Ort haben, wen will ich denn zu Wort haben, was für eine Wahl für die Gestaltung nehme ich. Mache ich jetzt ein Interview, passe ich das Interview zusammen. Mache ich sowas wie Boxpops. Kennt jemand Boxpops? Das heißt, wenn man über die Straße geht und jemand fragt, um seine Meinung fragt, ganz spontan. So, was sagen Sie als Unbeteiligte zum Thema Intelligenz oder so? Ja? Funktion von diesen Dingern sind, jetzt habe ich bemüht, jetzt keinen anzugucken, Funktion von diesen Boxpops ist zum Beispiel, ein Thema einzuführen. Zu sagen, hier, das Thema, was ich jetzt bringe, das ist interessant, das interessiert auch andere. Oder es gibt ganz verschiedene Meinungen dazu, aber wir wollen diese Meinung mal aufgreifen und eigentlich mal genau zeigen, für was man das nimmt. Also so Elemente haben durchaus eine Funktion, das ist alles so die Vorbereitungsphase. Dann irgendwann wird man von dem Planen und Vorbereiten und sich Gedanken machen, was wollen wir eigentlich machen, geht man dann hier über in die Produktion. Wenn die Produktion fertig ist, habe ich entweder schon alles fertig oder ich überlege mir, irgendwelche Sachen will ich lieber live machen und spiele dann vom Band lieber die Originaltöne. Also deswegen sind es zwei verschiedene Phasen. Und hier fehlt ein G. Maintaining, distributing und so weiter. Da geht es im Prinzip darum, irgendwann ist die Sendung live. Da hat man aber auch einen Chat nebenbei. Oder kann sehen, wer denn da überhaupt alles zuhört. Wir sind auch bei Facebook und Twitter vertreten. Das muss hier irgendwo gewartet werden. Ihr habt ja mit eurem Beitrag dann durchaus auch einen eigenen Anteil da dran. Dürft es also gerne mit kommentieren. Und das Ganze wird aufgezeichnet und als Podcast verbreitet. Und das ist dann das Verbreiten. Und dann habe ich eben nicht nur den Inhalt, den ich nach außen gebe, sondern ich habe vielleicht einen Kommentar zum Podcast. Also habe ich auch den Diskurs um das Thema. Nur rein. Jetzt sind wir wieder im Deutschen. Also so die allgemeinen Schritte haben die Vorbereitung der Sendung, die Vorproduktion in der eigentlichen Produktion, wir haben die Sendung und die Live-Produktion dazu und in der Nachproduktion. Da geht es in der Regel nicht mehr um so M's und A's rauszuschneiden, weil die sind nun mal da, sondern in der Nachproduktion, da wird geguckt, war ein grober Fehler drin. Und wenn ein grober Fehler nicht erkennbar ist, dann wird das ganze Dokument transkodiert in verschiedene Formate und hochgeladen und als Podcast zur Verfügung gestellt. Den letzten Teil macht der Stefan Kopp, das mache ich meistens abends. So, eineinhalb Stunden noch. Kommen wir mal hier zu diesem, was die Fernbedienung aussehen, das Menü. Wenn ich so mir einen Beitrag überlege, dann habe ich im Prinzip so einen Kreislauf, der ständig zwischen Inhalt, der Idee, der Form und der Planung so hin und her geht. Das heißt also, wenn ich mich inhaltlich festlege, dann habe ich mit Sicherheit oder mit der Idee festlege und inhaltlich ausformuliert habe, dann habe ich irgendwann eine Vorstellung davon, welche Form ich wählen will. Und dann geht es in eine feine Planung rein. Es kann aber auch sein, dass ich was Besonderes von der Form machen möchte. Beispiel, Hörspiel. Wenn ich ein Hörspiel machen will, dann kann ich jetzt nicht den ganzen Faust 1 nehmen, sondern vielleicht einen Ausschnitt daraus. Das heißt, ich habe hier eine Begründung für eine inhaltliche Auswahl. Also diese Sachen, die stehen durchaus in einem zentralen Zusammenhang
Und wenn ich nur 2 Stunden für die Planung zur Verfügung habe, dann kann ich auch nicht Faust 1 nehmen oder ein Zitat raus, sondern muss es vielleicht zusammenfassen. Das heißt also, hier habe ich ein Viereck, was mir sagt, was mir den Rahmen vorgibt, was ich denn überhaupt tun kann. Was gehört denn, was ist denn hier so eine Zwischenstufe zwischen der Vorproduktion und der Produktion selbst? Meistens, die Profis machen da Audioscripts. Das heißt, die haben so eine Art Drehbuch fürs Hören, wo die komplett den Wortlaut von dem, was gesagt wird, vorschreiben. Das kann man mit der Hand machen. Ich empfehle euch, das vielleicht mit Papier zu machen. Es muss nicht super ausführlich sein und auch nicht der Wortlaut. Aber hier in dem Bereich empfehle ich euch, druckt euch das groß genug aus. Und also wirklich so 16 Punkte groß. Und nehmt euch einen großen doppelten Zeilenabstand dazwischen. Der Grund ist ganz einfach. Man ist, wenn man das dann so hat, ziemlich aufgeregt, ist man immer. Oder konzentriert, ist das andere Wort, ist ziemlich aufgeregt. Und wenn man dann anfängt, in den kleinen Zeilen zu suchen oder seine Handschrift noch zu entziffern, kann man sich nicht mehr aufs Sprechen konzentrieren. Ganz simpel. Machen die Profis genauso. Die schreiben sich zum Beispiel schwierige Wörter auch noch in Lautschrift drüber. Die im Fernsehen, die wir besucht haben, die wir im Projekt auch drin haben, die machen das alle so. Die schreiben sich das, was sie, wo sie auch Wörter, wo sie Schwierigkeiten haben, die markieren die sich. Meistens sind es dann nicht die, wo sie die Schwierigkeiten haben, sondern das Wort danach, wo ich verspreche. Aber das ist psychologische Sache. Lernen steckt natürlich auch hier mit Termine, also, Termine ausmachen. Wir hatten eben so ein schönes Beispiel. Ihr wolltet die Mensa mal oder sagen wir mal einen akustischen Food-Durchlauf durch Koblenz machen und unter anderem die Mensa. Ja, da müsst ihr halt einen Termin ausmachen in der Mensa. Aber hier organisatorische Aufgaben dazu. Ja, aus den Audioskripten entstehen dann diese Voraufnahmen, die man mit einem Handy machen kann. Die kann man mit einem, wir haben auch ein Ausleihgerät bei uns im Institut, wo man einfach jemanden unter die Nase halten kann und Sachen fragen kann. Und die Sachen, die sind alle in der Live-Sendung dann irgendwie fertig. Am besten hochgeladen in Moodle. Dann kann ich den wieder runterladen und habe das schon alles vorbereitet. Und dann fehlt eigentlich nur noch das Schreiben von den Moderationstexten für denjenigen, der moderiert, dass der weiß, was er zu sagen hat. Und dann müssen nur noch die einzelnen Beiträge arrangiert werden. Was ist denn als erstes dran, was ist als letztes dran, was ist mit dran? Beim Magazin ist das nicht so schlimm. Weil unter Blumenstrauß kann man von allen Seiten betrachten, das sieht immer schön aus. Ne? Der letzte Punkt, das wäre so die inhaltliche Zusammenfassung, die ist jetzt wiederum für mich wichtig, denn das war so im letzten Semester auch eine Lernerfahrung von mir. Ich sitze dann häufiger und gucke mir dann oder höre mir dann die Sendung an und darf mir dann überlegen, was kann ich denn als Dokumentation, als Text zu dem Podcast mitgeben. Also das wird dieses Semester so sein, dass es schön wäre, wenn einfach eine Zusammenfassung zu jedem Beitrag, so eine kurze Zusammenfassung, muss nicht viel sein, das sind so 7 Zeilen, aber wenn die alle einfach dann vorhanden wären, in unserem Beitrag geht es um. Punkt, 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 Punkt. Warum hören? Jo, das war's. Da hinten steht immer wieder Reflexion. Ja, rein. Steht immer wieder Reflexion und Bewertung. Ja, das ist, ich finde das sehr wichtig, dass man hinterher nochmal überlegt, waren wir denn gut? Und das machen wir aber auch nicht so, dass wir direkt danach dran gehen, sondern vielleicht einfach mit 5 Minuten Abstand dann nochmal durchgehen. Habt ihr euch gut gefühlt dabei? Habt ihr Sachen gemerkt, die ihr besser machen würdet? Und so weiter. Jetzt habe ich viel geredet, jetzt wird es ein bisschen praktischer. Was muss ich denn eigentlich tun und machen? Ne? Am Anfang steht immer ein Brainstorming, da habe ich schon gesehen, haben ganz viele schon angefangen. Ein paar davon, ein paar Gruppen wünschen sich noch ein bisschen mehr Zeit oder wollen nochmal neu anfangen. Ist aber normal. Ich habe mal
eine Zeitungsredaktion besucht, die hat mir gesagt, 90% der Arbeit, die wir tun, ist eigentlich für den Papierkorb. Weil wenn wir es fertig gelayoutet haben und dann stirbt der Papst, dann ist die ganze Zeitung für den Müll. Na, der Papst stirbt nicht so oft, aber es passiert halt immer noch mal was anderes und was anderes, was erwartet ist. Ja, die Leitfrage ist, was will ich eigentlich in meinem Beitrag sagen? Jetzt habe ich nochmal Brainstorming und Vorarbeiten und jetzt kommen wir jetzt zu diesem kommen wir zu dem zweiten Teil der Arbeit, nämlich die Form. Wie will ich das denn sagen? Und jedes Thema, das ist jetzt was mit eurem Studium ja auch zu tun hat, jedes Thema, das kann man natürlich endlos in die Breite diskutieren. Man kann es aber auch ganz bis ins Detail in die Tiefe diskutieren. Das heißt, irgendwo muss ich mich beim Planen und Brainstormen entscheiden, ich will diesen Aspekt von dem Thema haben. Weil, ne, das sind so Sachen, wo man dann sagt, okay, das ist eine Priorisierung. Und dann kommt hier die Frage, die mir da hilft dabei, ist nämlich, was interessiert denn den Zuhörer? Also nicht nur, was interessiert mich, sondern was könnte den Zuhörer daran interessieren? Und das sind also Entscheidungsprozesse. Und das sind so die Formen, die man dann wählen kann. Mache ich das als einen Wortbeitrag oder als O-Töne? Oder erzähle ich das Ganze als Geschichte? Zum Storytelling gibt es in 3 Sitzungen mal was Konkreteres. Ja, dann gibt es entweder eine Live-Datei oder ein Audioskript und eine Musikauswahl. Und dann gibt es für die Nachproduktion die Zusammenfassung. Und dann ist das Ganze fertig. Wenn man jetzt viele Beiträge hat, wie wird denn aus diesen ganzen Beiträgen eine Sendung? So eine richtige. Meistens darüber, dass man sowas wie einen roten Faden drin hat. Und die Radiomenschen, die reden da immer von einem Plot im Film oder von der Storyline im Radiobereich. Und eine gute Storyline, die erkenne ich eigentlich, wenn ich mich selbst überprüfe und so versuche, eine zu konstruieren, die erkenne ich eigentlich daran, dass ich sie gut zusammenfassen kann. Und wenn ich da Schwierigkeiten habe, dann merke ich, oh, das stimmt, da habe ich einen Bruch in meiner Geschichte. Und da hat man dann zum Beispiel so eine Sounddatei. Unsere englischen Freunde, die Jugendlichen, legen ganz viel Wert darauf, dass sie zum Beispiel immer Musik auswählen, die zu dem, was sie gerade berichten, auch passt. Das heißt, die suchen in Jamendo zum Beispiel gar nicht nach Genres, die gucken dort nach Texten von den Liedern, dass das passt. Das geht da auch schön an den Suchmaschinen. Ja, und dann letztlich habe ich diese ganzen Komponenten, die werden dann hintereinander gespielt, immer das Live-Mikrofon davor eingeschaltet und dann habe ich meine Sendung fertig. Und vielleicht kommt noch sowas wie so eine Zwischenmoderation oder eine Antmoderation. Und hier seht ihr so die hier seht ihr vielleicht so den Entstehungsprozess. Meistens weiß ich, was ich sagen will, und dann lasse ich es zusammen. Und dann weiß ich, wie ich es eigentlich veredeln kann. Und ob es in mein Vorhaben reinpasst. So, noch auf 2 Quellen hingewiesen. Nur um auch sensibel zu machen, wenn ich fürs Radio schreibe, habe ich keinen ganzen Roman. Und ich habe auch keinen wissenschaftlichen Fachtext, sondern ich habe was in ganz kurzen Sätzen, ganz prägnant, knackig auf den Punkt gebracht ist. Und wie man das machen kann, dafür gibt es ein kurzes, knackiges, kleines Textdokument. Schreiben fürs Radio heißt das. Da gibt es auch ein paar
Hinweise, wie man das methodisch gut hinbekommt. Den zweiten Text, auf den ich hinweisen wollte, ist der gebaute Beitrag, weil da gibt es so ein paar Ideen, wie man dann dazu kommt, aus diesen vielen kleinen Fragmenten, Tondokumenten, dann hinterher so einen roten Faden reinzukriegen. Also wie man so einen Beitrag baut, und das ist letzten Endes, wir haben so ein schönes Bild dort, das ist eine Wäscheleine. Das ist ja schon so ähnlich, dass man hängt so lauter Elemente an eine Wäscheleine und dann kann man sie hinterher von A bis Z durchlesen und es gibt Sinn. So, danke. Das war's. Fragen? Ich habe eine allgemeine Frage, ich weiß jetzt auch nicht da, aber bin auch so ein bisschen ungeordnet im Kopf. Müssen wir jetzt, also machen wir jetzt am Ende jeder Sitzung, machen wir immer eine Sendung oder gibt es eine große Sendung am Ende? Also wenn wir eine große Sendung, haben Sie immer lange beschäftigt. Nee, also das Ziel ist, so früh wie möglich an jeder, also immer um 19 Uhr eine Sendung zu kriegen. Das heißt, es gibt ja vielleicht Gruppen, die sich direkt für das nächste Mal melden wollen. Oder fürs übernächste Mal. Ja. Wenn dann die Gruppe vorschlägt, gucken dann alle anderen Leute, die sitzen ja auch in den Raum und kriegen zu. Oder ist dann nur die Gruppe im MF, wo man das aufnimmt und so unter sich, sage ich mal. Weil wir sind ja schon eine große Gruppe und wenn die dann alle in diesem Raum sitzen, dann... Es hat was von Aquarium. Ja, und viele Hintergrundgeräusche, die ja nicht gewollt sind. Ne? Dazu nachher noch, ne? Es gibt so ein bisschen Regeln. Also wer dann akustisch auffällt, der wird namentlich genannt und begrüßt. Nein, mein Hinweis, es wird sich herausstellen, dass einfach verschiedene Beiträge an einem Tag kommen. Und mein Wunsch ist, dass die Leute dann auch alle da bleiben für die Sendung und kurz nach der Sendung. Beim letzten Mal mussten dann immer welche ganz dringend zum Bus. Studis müssen immer ganz dringend zum Bus. Kann ich ja auch verstehen, aber es ist erstens total doof. Im MLab muss ich ständig dann mit dem Schlüssel hin und her rennen, während die anderen die Sendung machen wollen, und zum Zweiten ist es schade, dass man nicht hinterher nochmal über die Sendung redet. Also bleibt dann einfach da, plant euch diesen Tag, wo ihr wollt, plant euch einfach ein bisschen länger Zeit, ich bin dann da. Ne? So. 18:30 ist vorbereitend, ich erkläre euch das Equipment, zeige euch auch, wie man sich unterhält, während man Sendungen hat, weil man nämlich nicht hingehen kann und fragen kann, bin ich jetzt dran, sondern ne, das muss dann hier so nonverbal und mit... ja, für alle. Heute senden alle, weil heute die Gruppen alle sich vorstellen. Und danach ist dann immer nur die Gruppen dran, die wir senden. So, Fragen? Keine. Dann sage ich erstmal in die Kamera tschüss.